Die Neonschrift gibt es seit den Jahren in etwa 60, 62. Also wie ich also hergekommen bin, hat es schon das Schild gegeben. Also das heißt, dass so sicher ist 46 Jahre garantiert. Es ist ja sehr, sehr aufwendig. Das ist alles mundgeblasen und wird dann eben mit dem Neon gefüllt und ist sehr empfindlich. Wahrscheinlich, also die ganze Anlage würde heute sehr viel Geld kosten. Unsere Kunden erkennen den Schriftzug sofort, dadurch ist das dann halt einfach auch ein Wiedererkennungszeichen bei uns. Schauen Sie, wir haben ein reines Bedarfsgeschäft. Wenn sie bei Ihnen im Radio die Batterie ausgeht, dann kommen sie halt her. Und wenn die Kühllampe ausbrennt, dann kommen sie auch her. Shoppen kommen sie zu mir nicht. Braucht ihr nur auf die Kärntnerstraße schauen? Alle kleinen, exquisiten Geschäfte sind weg. Das ist furchtbar. Und ich finde, das Alte, das Retro ist halt einfach das, was gut ausschaut. Und dann gehört, wie gesagt, das so immer wieder putzt. Und wenn das geputzt ist, dann freut man sich selbst, wie schön hell dass das erleuchtet. Die Welt bewegt sich halt. Und auch das Neon verschwindet. Es ist die beste und wirksamste Reklame, die es überhaupt gibt. Ich schwöre auf Neon und werde das wahrscheinlich immer hochhalten.